Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und heute mit ebenfalls wieder einem praktischen Tipp. Viele von euch haben damit zu kämpfen, alle kleinsten Muskelgruppen noch mit einzubringen. Und jetzt bitte stört euch nicht an dem Wort klein. Die beiden, von denen ich jetzt rede, das sind vor allem welche, die uns immer wieder ins Gewissen kommen. Die Waden und der Bauch. Wann trainiere ich die? Die werden oft entweder stiefmütterlich behandelt und das sieht man auch, oft werden sie gar nicht in Trainingsplänen aufgenommen oder dergleichen. Oder man lässt sie sogar ganz bewusst raus. Aber trotzdem möchte jeder gute Bauchmuskeln haben und Waden. Jetzt schon mal die Erleichterung. Das sind allerdings auch zwei Muskelgruppen, die oft mittrainiert werden. Ihr werdet kaum einen Athleten da draußen finden, der schon seit 5 Jahren Krafttraining macht und nicht, selbst wenn er sie nicht trainiert hätte, auch Bauchmuskeln und auch Wadenkraft hat. Natürlich kann man es immer besser machen und gerade die Waden sind so ein Ding. Es gibt manche, die trainieren sie exzessiv und es kommt einfach nichts und andere trainieren sie ziemlich wenig und die laufen nur oder in Stöckelschuhen und bumm, sind sie da. Das ist eine Sache, da kann man nichts machen. Ich zeige euch jetzt aber zumindest, wie ihr sie gut im Training integrieren könnt, ohne wieder Extraeinheiten zu brauchen. Denn wir alle denken ja immer nur in dem Raster Rücken, Brust, Beine, Schultern, Bizeps, Trizeps. 6 Muskelgruppen. Was ist, wenn dann jetzt Unterarme, Waden, Bauch, alles noch mit dazukommt? Oh Mist, wozu gehört das? Gehört das noch mit zu den Beinen? Sind die Beine nicht eh schon belastbar genug? Und so weiter. Wir machen das jetzt so. Wir trainieren die Waden und die Bauch einfach als Aufwärmtraining. Skippt einfach mal euer typisches Cardio-Aufwärmtraining auf dem Laufband, auf dem Fahrrad oder sonst was und macht in den ersten 6, 7, 8 Sätzen Bauch oder Waden. Gerne auch zweimal die Woche die Waden und zweimal die Woche den Bauch, wenn ihr 4 Trainingseinheiten bei einem 4er-Split habt. Und so fangt ihr an. Ich werde jetzt mal mein Training so anfangen, zusammen mit Maib, wenn er mal irgendwo auftaucht. Wir haben heute den Schulter- und Trizepstag und dann trainieren wir die Waden einfach mal voran. Denkt dran, wenn ihr euch aufwärmt damit, und das ist der allererste Satz, und selbst wenn ihr die Waden schwer trainiert, was ich übrigens nur empfehlen kann, fangt nicht direkt schwer an. Eure Achillessehne soll ja auch halten. Macht erstmal lockere 20 Wiederholungen. Insgesamt braucht ihr auch um 4 bis 8 Sätze, mehr nicht. Ihr sollt nicht zu viel Zeit darauf aufwenden und guckt einfach mal, was dann geschieht. Was ihr auch machen könnt, ist, das zu kombinieren mit eurem normalen Aufwärmtraining für die Muskelgruppe. In diesem Fall zeige ich euch mal meine Aufwärmroutine für Schulter und Trizeps, die ihr aber auch schon kennt. Da findet ihr sie, die wird heute auch gemacht und dann mache ich alles dazwischen. Ihr habt immerhin nichts, wo ihr großartig Luft für braucht und Kondition für braucht. Also, warum nicht die Zeit sparen? Und insgesamt habe ich damit keine Minute länger trainiert und trotzdem wurden die Waden ein bisschen gehittet. So, und ihr kennt die Schulteraufwärmroutine, die starte ich am Brusttag und am Schultertag immer mit den Schulterrotatoren. Also direkt vom Wadensatz übergehen, keine Zeit verlieren und die Rotatoren schon mal aufwärmen. So, und da wir da nicht mit aus der Puste kommen, direkt wieder rüber, Gewicht drauf und die Waden, zweiter Teil. Ein bisschen kommt man jetzt doch schon ins Atmen, aber würdet ihr auch kommen, wenn ihr auf dem Laufband seid. Also, ihr seht, das ist das tolle All-in-One-Lösung. Ihr trainiert eine Muskelgruppe, die ihr sonst entweder vernachlässigen würdet oder noch irgendwo anhängen müsst. Ihr kombiniert es mit eurem normalen Aufwärmtraining und ihr habt gleichzeitig ein gewisses Cardio-Aufwärmtraining. Oldschool, wie es eigentlich auch sein sollte.
Ihr seht, die Sätze sind schon schwer geworden. So, und das Ganze könnt ihr dann natürlich auch mit dem Bauch machen. Muss gar nicht beides an einem Tag sein. Denkt dran, ihr könnt es sehr gut aufteilen. Ihr müsst jetzt nicht Bauch und Waden an dem Tag machen. Und einmal die Woche reicht das eigentlich auch. Reichen. Wenn ihr das etwas lockerer angeht, versucht es mal zweimal die Woche. Ich meine, macht ihr für die Waden jetzt nicht wie für den Bizeps 9 Sätze. Wenn ihr das machen wollt und erschöpfen könnt, bitte tut es gerne. Für diejenigen von euch, die sonst das auch stiefmütterlich behandeln, macht diese 4, höchstens 6 Sätze und dann gerne zweimal die Woche. Könnte auch klappen. Probiert da euch mal durch. Und es ist für mich eine sehr praktische Lösung geworden. Befreit auch so ein bisschen vom Gewissen. Und ja, es tut sich was. Also, wer diese Zeit gerne sparen möchte und trotzdem die Muskeln ein bisschen mitbewegen möchte, was er sowieso schon auch bei den ganzen anderen Trainingseinheiten ein wenig tut, bitte, wem so ein Tipp gefällt, lasst mir ein Like da, ansonsten schaut euch mal auf dem Kanal um. Es gibt auch viele tolle andere Videos mit tollen anderen Tipps. Ansonsten abonniert den Kanal, dann verpasst ihr auch nichts mehr. Und holt eure Supplements gerne bei GN. Denn da bekommt ihr mit dem Code GOTTI 10% off und unterstützt diesen Kanal, wo ich natürlich sehr glücklich drüber bin. Macht's gut, bis bald, euer GOTTI.